Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Röhlp und ich bin euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Blablabla. In der letzten Folge haben wir hier, ich weiß nicht, was das sein soll, eine Kanalisation betreten, wo wir Valentine immer noch finden sollen. Nick Valentine. Und wir wurden schon herzlich hier begrüßt von allen möglichen Leuten und die begrüßen wir jetzt mal herzlich zurück. Ich habe mal hier so eine Waffe ausgerüstet, die wir hier gefunden haben. Das ist irgendwie eine schallgedämpfte 10 mm Pistole, die auch ganz schön Schaden macht anscheinend. Deswegen benutzen wir die mal. Wow, was? Das war der Schleichangriff. Das haben die nicht gesehen, das haben die nicht gesehen. Wie ist denn das passiert? Hey, da hat jemand einen Kugel in seinen Kopf geschossen. Wie konnte das passieren? Wow, die sind an mir vorbeigelaufen. Verdammter Dreck. Jo, wir geblieben. Solltest dich nicht verstecken, ist nicht gerade besonders mutig. Wir müssen jetzt nicht wieder alle auf einmal kommen, ne? Aber jetzt kann es sein, dass das Ding irgendwie genauso viel Schaden macht wie mein Scharfschützengewehr. Aber hat 27 Schaden oder so drauf. Ich glaube nicht mal, mein Scharfschützengewehr ist so stark. Und das bestimmt für eine Logik. Das ist dann normal. Und jetzt kommt die riesige Axt. Ach ja, mit drei Stück an. Du schlägst mich, ich schlag dich zurück. Boom! 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 Hupa, hupa. Sehr gut. So, dann gehen wir erstmal wieder pennen, um uns wieder hochzuheilen. Wo war hier ein Bett nochmal? Irgendwo da war, glaube ich, ein Bett. Volle Geheilte. Ja, irgendwie ist das nicht normal. Das Ding hier zieht mehr ab als mein Scharfschützengewehr. Ich weiß, das ist irgendwie, weiß ich nicht, mächtig oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, was das für ein Attribut nur hat. Bergbauerhelm, okay, cool. Warte mal, ist da eine Taschenlampe dran? Ach, kein Mist, ich habe letztens erst eine Metall-Dings geholt. Hey, cool. Schön. Okay. Ja, aber meine Metallrüstung, hey, das tut deutlich mehr. Außerdem habe ich so auch eine Taschenlampe, also macht das irgendwie nicht so Sinn. Aber gut zu wissen. Ich habe jetzt nicht geguckt, übrigens, meine ganzen Sachen irgendwie was bringen, materialmäßig, die ich aufsammle. So Benzin kann ich auch noch so was. Aber was soll's. Zement sagt, da könnte vielleicht was bringen. Okay. Langsam komme ich mit den Gegnern klar. Das ist nur eine Flasche, ne? Ja. Glaube ich, weiß nicht. Habe ich jetzt liegen lassen. Okay. Trotzdem, drei, vier Gegner auf einmal zu bekämpfen, ist doch ganz schön schwierig. Und das ist eine Vault. Okay. Cool. Ja, ganz ruhig. Das wird jetzt, glaube ich, laut, ne? Ne. Ja, nicht so ein schrilles Geräusch. Wir sagten mir, da drinnen sind sicher, obwohl, welche Wort weiß jemand sicher? Ups. Was macht Nick Valentine in einer Vault?
musste. Oh, hi. Du läufst weg. Boom, 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 boom. Und die Klempe sieht das langweilig aus. Ne. So, endlich mal kriegen wir ja was. Für Reihe. Ach, Klebeband. Klebeband brauche ich. Vorsichtig. By the way. Warum ist in einer Vault Red Away? Mal ganz ehrlich. Vault 114 Anzug, okay, cool. Gibt aber irgendwie bessere Sachen. Nö. Stimmt, ich glaube, ich habe meinen Vault 111 Anzug ein bisschen verbessert. So ein Rüstungs. Oh, cool. Mir geht das auch von nervig, andauernd Leute höre, aber niemand hier ist. Ein paar Souvenire mit. Jede Sekunde, die du dich versteckst. Ja, renn weg und komm link wieder. Okay, red du mal weiter, ich guck hier weiter. Willkommen, Mitarbeiter. Nach vielen Monaten der Vorarbeit freuen wir uns sehr, die technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter im neuesten Komplex der Vault-Tec-Familie begrüßen zu dürfen. Vault 114. So wie Sie wollen wir möglichst bald mit diesen neuesten Unternehmen beginnen, also große Zahl für die Tür neue Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich auch schon, dass wir hier für die Bauarbeiten externe Hilfe abgeteuert haben, bla 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 bla, sondern auch die Kosten. Zudem eignet sich die Lage perfekt für die Beobachtungsstudien des Vaults. Bis zur Fertigstellung werden sich auf diesen bla 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 bla. Also mal mit der. Nur um was geht's in diesem Vault? In diesem Vault. Ja, dann müssen die Terminal sofort verlassen und verschwinden. Ist Vault für hochrangige Mitglieder der Kommunal- und der Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleute sowie deren Familien bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit einem anderen Mitgliedern von Bostons Überschicht zusammenwohnen werden. Die Annehmlichkeit des Vaults den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt. Wenn ein Zimmer in Leben wohnen, müssen wir blablabla. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat und dem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Okay. Macht nehmen, den sie in der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktion. Ja, das wird natürlich sehr gut ausgehen. Nehmen irgendwelche Snobs, die 5 Weine am Tag irgendwie gewöhnt sind, ihren Luxus weg. Das wird auf jeden Fall sehr gut ausgehen. Da waren Dings drin. Ja, damit. Ich weiß nicht, warum ich die mitnehme. Ich mach's einfach. Und das tue ich auch schnell speichern. Kazem. So, warte mal. Da müssen wir hin, ne? Ich hab den Schlüssel nicht. Oh, was? Du bist ein Schütze, warum? Warum kämpfst du mit einem Knüppel? Au. Doch keine Nahkampfwaffe, ey. Oh Mann. Jetzt brauche ich ein Bett. Ach, da steht jemand. Sagen wir mal schrittweise, wo ich hin muss, ne? Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhaben, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem. Ich ess mal was. Nur Mais. Hört bestimmt keiner, wenn ich so Mais knabber. So. Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste.
Oh, das ist überraschend leise. Noch mehr? Nein. Ah, oh, die sind zu. Ich dachte, da wären noch mehr Anzüge. Was zum? Das ist doch geil. Hi, fangt. Ich sag mal geil, ey. 5-6 Schüsse, ne? Und erst nach dem 6. Schuss oder so treffe ich den. Das gibt's doch. Deswegen mag ich VATS nicht so. Aber ich will mal einen mysteriösen Fremden sehen. Ich habe mir das Ding jetzt extra geholt. Da will ich den auch sehen. Hm. So, muss wieder was. Mal diese ganzen Bohnen und was, dass ich hier alles noch fressen. Niemand? Doch. Hi. Na? Ich alle perfekt umgedreht haben, als ich mich gesehen habe. Ist aber auch stark, ne, für eine 10mm Pistole. Alter, wir hatten da schon wieder ein MG. Wenn man denkt, dass ich vorher mit einer Sniper Rifle herumgeballert habe, ne, und das irgendwie nicht so viel gemacht hat. Versammelt euch gerne mal an einen Ort, ne? Finde ich gut. Sehr gut. Außer ihr haltet euch nicht die ganze Zeit wieder hoch. Wie so ein paar Raider oder so. Machen wir sie mal einen Ball zusammen. Ja, das ist so ein panzerbrechendes. What? What is this? Junge. Ich mal nachgucken hier, was ich so ab. Oh, Speichert, sehr gut. Aber da konnte man, glaube ich, irgendwo rüberspringen. Hui. Oh, Rats. Also muss hier irgendwas sein. Ist aber nicht. Aha. Ich glaube, ich sollte mal einen Right Away nehmen. Schluck. Zement. Oh, ich trage zu viel. Alter, wie viel? Wenn die so viel wegen? Dann gib mir noch Stahl und Öl weg damit. Säure und Plastik. Plastik, weg damit. Weg damit. Zementsack, Beton, ja. So. Ich hoffe, das ist unser Ziel. Och Mann. Och Mann. Och Mann. Wenn man das hier unten noch, ich weiß es. Ich werde wahrscheinlich wieder so viele Sachen verpassen, da ist doch irgendwie was.
Lötlampe. Schon wieder irgendein Dreck mit. Nein, den wollte ich nicht mitnehmen. Wollte da mitnehmen. Oh, okay, sehr gut. So, da müssen wir hin, aber irgendwas ist bestimmt da. Wer ist da? Oh! Bleib liegen! Oh Gott! Ich dachte, da wäre nur einer. Hat man mal Teil des. Was ist das denn? Das ist so ein Schläger? Das ist ein Schläger. Oh, aus Eiche. Wo ist er? Ist er? Also, hab ich doch schon fast getötet gerade. Aua! Willst du mich auf den Arm nehmen? Du hast eine Axt mit deinen Fäusten. Puff! Ja, schon. Ich finde meine Helm-Sonnenbrillen-Kombi richtig gut. Einer. Ich denke, ich bin so blöd und komme da runter. Bist du? Komm da runter. Mal raus. Hier geblieben. Schießt er in den Fuß. Jetzt bin ich am Nachladen, bin, ne? So, Klebeband. Ich habe schon erwähnt, dass ich davon sehr viel brauche. Glühbirne nehmen wir mal mit. Oh, wie komisch, ich muss jetzt jeden Müll mitnehmen, habe ich so das Gefühl. So, hier war irgendwo ein Bett. Dann kann ich mich gleich schön ausruhen. Wo ist das hier? Pennt einfach. Wenn ich hier bin. Wenn ich hier bin. Muss meine. Ja. Ich kann ja, glaube ich, nicht mehr hoch dann, ne? So, Hintergrundgeschichte. Dieses nur für Mitglieder der Vault, Wissenschaftsabteilung, Personen mit entsprechenden Freigabe. Das Vault für hochrangige Mitte. Ach, das glaube ich, das war schon hatten, ne? Warte mal, ich soll mal gucken, ob irgendwie so. Ne. Jetzt mal, das ist nur so zum Spielen. Wenn ich ein Spiel spielen möchte. Deception. What? So. Oh, okay. Stört mich ein bisschen, dass die Zielmarkierung ja immer den Ort wechselt. In einen Gang ist das mal und dann ist da wieder ein anderen Gang. Weil ich hier näher gekommen bin. Schwindet da wieder, das finde ich ein bisschen nicht so gut. Was? Ah, so, da lang muss ich. Ach, ich bin wahrscheinlich oben jetzt irgendwo, ne? Was? Ich dachte, das war ein Minen. Jetzt wagen, nehme ich die Glühbirne mit. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich?
Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber, oh nein, das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Wo? Wo denn? Miese Ratten. Machen mich ganz verrückt. Ich bin nur eine Ratte. Ich bin so heimlich irgendwie was aufschließt. So, verdammt! Schön. Ich bin wieder zu. Oh, noch mehr Klebeband und noch mehr Klebeband. Okay. Ich dachte, hier hat jemand die Tür aufgemacht. Vielleicht sind die Sachen auch wichtig, aber. Nicht. Aber wer sieht mich denn hier unten? Wow, was ist da unten los? Heftige Grafik-Glitches. Wer ist denn da unten gewesen? Warum höre ich immer Stimmen von Kilometer Entfernungen? Lass mal pennen, ne? Ich kann im Nebenraum irgendwelche Leute hören, aber. Pff. Es gibt keiner. Oder vielleicht hier jemand? Nein, okay. Was ist denn mit den Leuten hier drin passiert überhaupt? Ich dachte, da hat sich was bewegt. Schon wieder Paranoia. Vielleicht kommt hier so jemand um die Ecke. Gary! Die Fallout 3. Cool. Oder so, okay, ich will ein Level ab. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Okay. Kann ich dann überhaupt einsteigen, weil ich nicht im Stadt hab. Oh Gott. Bex. Treffer 0, okay. Das kann das nicht. Das hier kann das sein. Cool. Ha! 998, bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen. Der Aufseher wird sich dann auf Sie kümmern. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Hi, na? Wow, du siehst krass aus. Ah, mein strahlender Ritter. Aber die Frage ist... Bingo! Alle hinten haben Dauer auf 100 Kronkorken mehr zu machen. Das ist doch mal geil. Warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle gibt es in meiner Welt nicht. Wow, ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Okay, gib mir ein paar Minuten noch hier. War voll Malones hier. Leute hier waren früher kleine Gauner und größere Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Sollen wir nicht umschauen, ne? Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr.
Bravo. Das perfekte Versteck. Was? Oh. Dies ist Vault-Tec Interview 3 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerber ist Benjamin Beasley. Mr. Beasley, wie würden Sie als Aufseher von Vault 114 einen Streit zwischen zwei Vault-Bewohnern schlichten? Naja, ich würde das Ganze an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass keins der Anliegen gegen das Gesetz verstößt. Außerdem müssen sich natürlich bereits alle anderen Mitglieder des Vault-Bewohnerrats, den ich einführen werde, mit der Angelegenheit beschäftigt haben. Vault-Bewohnerrat, sagen Sie? Ja, natürlich. Leute brauchen eine Regierung. Sie sehnen sich danach. Ich glaube, es ist die Bürgerpflicht eines jeden anständigen Amerikaners zu... Ja, ich glaube, wir haben genug gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit. Oh, so schnell? Nun, ich hoffe, ich werde bald von Ihnen hören. Ja, das werden Sie sicher. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Gehen unsere Verschwiegenheitsverpflichtung auszufüllen und zu unterschreiben. Okay. Nächstes Teil. Dieses Vault-Tec Interview 21 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerberin ist Kimberly Weiss. Hallo, Mrs. Weiss. Wie geht es Ihnen? Und darf ich kurz anmerken, was für eine große Ehre es ist, dass Sie mich überhaupt für die Position eines Aufsehers in Betracht ziehen? Seit ich als kleines Mädchen Regierung gespielt habe, träume ich davon, eines Tages die Gelegenheit zu bekommen, eine Gemeinschaft zu wahrer Größe zu führen. Meine Lehrer haben mir immer gesagt, dass ich Führungsqualitäten besitze. Und ohne mein Eingreifen als Vizepräsidentin des Schülerrats wäre der Kuchenverkauf bestimmt gescheitert. Allein der Gedanke, diese kleine Gruppe zu führen, ihnen einen besseren Weg zu zeigen, sie in eine glänzende Zukunft zu führen. Meine Güte, die Zeit ist schon vorbei. Was? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, danke. Könnten Sie auf dem Weg nach draußen bitte den nächsten Kandidaten reinschicken? Oh, natürlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Vorsitzende meines Debattierteams war? Ja, sehr schön. Danke. Okay, der Typ bleibt stehen und da hinten habe ich schon jemanden gesehen. Nick, hilf mir hier raus. Dann helfe ich dir. Was war das? Schau mal, wer da ist. Hilf mir, hilf mir. Kann ich sowas auch? Komm schon. Ich glaube, du bist ein Zint, oder? Das wäre zuerst ein Wuhl. Ja, sollen wir, die können einfach so aus der Deckung schießen. Dann zeig mal, was du drauf hast, du harter Bursche. Was kommt der denn raus? Alter. Schleichen. Schon wieder so viel Schaden, ne? Was haben wir noch hier? Oh. Ich blind oder was da? Hi. Sehr schön. Das war er, der Fremde. Er war genau hier. Wohin ist er gegangen? Was? Ausgezeichnet. Voll die stylische Musik kommt da jetzt. Drin teilweise eine geile Western-Musik, hatte ich so halt gefühlt mal. Dun, 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 dun. Das war richtig geil. So, unsere Zeit ist schon wieder um. Glaube ich. Und ich sage, ich beende den Part hier.
Wir schleichen dann mit Valentine raus aus Vault 114 in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich allerherzlich für Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.